Mann nehme. Einen Jungen, der von Digimon einfach nicht genug bekommen kann. Und ein D-Power, dessen Leibspeise selbst erfundene Digimon sind. Und das Ergebnis ist Takato Matsuki und sein Partner Gilmon. Takato ist einer der Hauptcharaktere aus der dritten Staffel von Digimon. Und demnach auch ein Digimon-Tamer. Hinter Takato verbirgt sich eine Digimon-Mama mit dem Namen Takatomon. Na, zumindest wenn es nach Gilmon ginge. Der 10-jährige Junge wohnt bei seinen Eltern, die eine Bäckerei betreiben, in der er oft aushelfen muss. Er hat keine Geschwister, aber es ist nicht nur das, was ihn komplett von Tai oder von Davis unterscheidet. Auch vom Charakter her ist er komplett anders. Er ist nicht besonders stürmisch oder frech, sondern eher sehr ruhig, sensibel und von Kämpfen ist er so gar nicht begeistert. Am liebsten würde er nur mit Digimon befreundet sein wollen. Doch gerade durch Rika lernte er auch, dass so ein Tamer-Leben immer zwei Seiten hat und dass nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Trotz seines jungen Alters ist er an seine Klassenkameradin Jen verliebt und demnach wird er immer ganz schön nervös, wenn er sie sieht. Während seiner Abenteuer erlebt Takato einen sehr starken Wandel. Am Anfang war es ja so, dass er wirklich in seine Rolle als ein Digimon-Tamer hereingeworfen wurde. Sprich, er musste erst nach und nach lernen, für Gilmon Verantwortung zu übernehmen, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, da nicht mal Takato damit gerechnet hätte, dass er eines Tages einem waschechten Digimon begegnen würde. In diesem Universum ist Digimon nämlich nichts anderes als ein Spiel, welches Takato vom ganzen Herzen liebt. Und vor allem das Kartenspiel hat es ihm dabei angetan. Er spielt es mit seinen Freunden sogar jeden Morgen vor der Schule. Und einen Tag ohne das Kartenspiel wäre für Takato wohl so, als Mr. Agumon einen ganzen Tag lang auf seine Snacks verzichten. Als eines Tages eine blaue Karte erschien, besiegelte dies sein Schicksal. Er zog sie durch sein Kartenlesegerät, was sich danach komplett verändert hat. Später möchte es dann erstmal Takatos selbst gezeichnetes Digimon auffuttern und wir sehen, wie Digi-Eier entstehen oder auch nicht, denn einen Tag später sieht das Digi-Ei nicht besonders gesund aus und da war es ja nicht weiter verwunderlich, dass Takato schon sehr geknickt aussah. Dennoch wollte er der Spur seines D-Powers folgen. Und wer hätte nicht so verblüfft gewirkt wie er, wenn man nun plötzlich vor einem waschechten Digimon stehen würde. Als Gilmon dann aber seine erste Attacke gegen eine Maus richtet, bekommt es Takato doch ein bisschen mit der Angst zu tun, was aber völlig unbegründet war, denn aus Gilmons Sicht ist Takato ab sofort seine Mama und digitiert deshalb zu Takatomon. Nun lernt Takato auch sehr schnell, dass er für Gilmons Handeln die Verantwortungen übernehmen muss und hat demnach auch ganz schön Angst, als Gilmon einfach so unbedarft durch die Schule stolpert. Immerhin lernt er ja trotzdem am Ende der Folge, dass die Liebe ganz schön umwerfend sein kann. Leider stellt das aber auch Gilmon fest, denn dieser bekommt eine Herausforderung von Renamon, der mit ihm kämpfen möchte. Das untermalt aber nochmal ganz gut, dass Takato gar nicht kämpfen will und wie sehr er jetzt schon an Gilmon hängt, weil er ja noch wirklich wie ein unbedarftes Baby ist und sich gar nicht mal richtig gegen Renamon wehren kann. Aber diese Abneigung gegen das Kämpfen verändert sich noch im Laufe der Zeit und Takato wächst auch mit seinen Aufgaben mit. Aber trotz seines Wachstums ist die Angst immer noch groß, dass Gilmon sich eines Tages komplett verändern könnte. Ja, und so kam es ja auch leider einmal zu einer unschönen Szene, in welche er Gilmon zu Unrecht beschuldigt hat. Ein gewisses Digimon hatte ja immer wieder für Unruhe gesorgt und sogar versucht, Gilmon zu bekehren. Da Gilmon aber nicht so ganz denselben Humor wie Impelmon hatte, ist er einfach wieder gegangen, aber Takato war trotzdem sauer auf ihn und dachte, Gilmon sei am allen mitbeteiligt gewesen. Später sieht er diesen Fehler noch ein, aber leider ist die Angst vor den Veränderungen immer noch da, was ja vor allem da gut sichtbar war, als Gilmon das erste Mal zu Growlmon digitiert war. Takato hat ja regelrecht vor Angst gezittert, als Growlmon drohte durchzudrehen, aber glücklicherweise war diese Angst ja auch unbegründet, denn Takato hat die Erkenntnis bekommen, dass sein Digipartner bleibt, ganz egal was passiert. Neben der Angst wird also auch die Verbundenheit immer größer und das kam ja vor allem bei dem Kampf gegen Miheramon nochmal sehr gut zur Geltung. Dort ging es ja sogar so weit,
dass Takato die Schmerzen seines Digimon-Partners gespürt hat, wobei ich mich ja schon frage, ob das nicht ein kleiner, ganz dezenter Hinweis auf die spätere Tamer-Matrix-Digitation war. Jedenfalls ging diese Verbundenheit so weit, dass Coleman sich gewünscht hat, dass Takato an seiner Seite kämpfen könnte. Und dieser Wunsch war es, der Coleman beflügelt hat, wodurch es schließlich zu War Coleman's Geburt kam. Takato ist auf der anderen Seite aber auch noch etwas naiv und leichtgläubig, was aber auch einfach nur daran liegen könnte, dass er noch sehr, sehr jung ist. Er hat sich nämlich von seinen besten Freunden so weit provozieren lassen, dass er ihnen Gilmon vorstellen wollte, da diese nicht glauben wollten, dass Takato ein eigenes Digimon besitzt. Natürlich ging das ganz schnell nach hinten los, die beiden sind erstmal abgehauen und wollten ein paar Tage lang nichts mehr von Takato wissen. Chens Reaktion war da zwar doch etwas anders, aber man sah auch ganz deutlich, dass Takato sich unsicher war, ob er wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat. Im Laufe der Staffel wird man aber auch nochmal eines Besseren belehrt. Man sieht nämlich, dass Takato durchaus auch richtig austicken kann. Das war in dem Moment, als Bilsemon Leomon getötet hat. Dadurch wurde er so wütend, dass sein Partner in den Kampf gezogen ist und zu Megidramon digitierte. Ja, das konnte ja leider nur schief gehen. Aber die beiden haben wieder zusammengefunden. Dadurch entstand der große Wunsch, dass beide zusammenkämpfen können, was ihnen am Ende eine Tamer-Matrix-Digitation ermöglichte, wodurch am Ende Galantmon entstand. Sicher gibt es auch noch viel, viel mehr zu Takato und Gilmon zu erzählen, aber das würde eindeutig die Zeit und den Rahmen des Formats sprengen. Alles im Allen kann man also schon sagen, dass Takato eine sehr starke Entwicklung innerhalb der Staffel durchlebt hat. Am Anfang wollte er ja nicht mal im Ansatz daran denken, mit seinem Digimon zu kämpfen. Und am Ende waren die beiden die ersten Partner, die es geschafft haben, zusammen zu digitieren. So, was könnte man denn jetzt als Fazit zu Takato sagen? Ich finde ja schon, dass es recht schwer ist, ein Urteil zu fällen. Man will ihn einfach automatisch mit Tai oder mit Davis vergleichen, aber die dritte Staffel ist ja nun mal auch ein komplett neues Universum und deswegen ist Takato vom Wesen her auch einfach mal komplett anders als seine Vorgänger. Und ich denke schon, dass die Macher sich absichtlich für diesen Weg entschieden haben. Ich denke, dass man einfach versuchen muss, die erste und zweite Staffel komplett auszublenden, damit man sich von sowas Neuem berieseln lassen kann. Und ich muss auch sagen, dass mir das am Anfang auch ganz schwer gefallen ist. Dennoch finde ich, dass Takato ein liebevoller Kerl ist, der wirklich alles für seine Freunde machen würde. Aber auf der anderen Seite ist er auch sehr nah am Wasser gebaut und durchaus etwas naiv. Deshalb finde ich es auch gut, dass er Rika und Henry an seiner Seite hat, da er von ihnen ja auch einiges lernen kann. Ich finde aber auch, dass es ihm hoch anzurechnen ist, dass er trotz allem immer wieder sein Bestes gibt. Takato ist also ein durchaus gelungen gestalteter Hauptcharakter, der aber auch hier und da seine Ecken und Kanten hat. Zu Takato gehört ja auch Gilmon, der eindeutig ein trolliges Kerlchen ist und das sich so unbeholfen wie ein kleines Baby, das noch sehr viel lernen muss, verhält. So ist es auch sehr naiv und etwas verspielt, was aber auch kein Wunder ist, da es ja wirklich erst frisch aus dem Digi-Ei geschlüpft ist. Und bei Gilmon gibt es ja auch noch eine Besonderheit. Anders als die meisten Digimon, die aus einem Digi-Ei schlüpfen, ist er weder auf dem Baby noch aus dem Ausbildungslevel, sondern Takato begegnet ihn ja das erste Mal direkt auf dem Rookie-Level. Weiterhin ist Gilmon sehr treu und er würde wirklich alles tun, was Takato ihm sagt. Es fehlt ihm nur ein bisschen an Geduld, diese Aufgaben auch wirklich lange durchzusetzen. Dennoch hegt Gilmon keinerlei böse Absichten oder Gedanken. Das kam ja besonders da zur Geltung, als Impmon versucht hat, ihn ja so ein bisschen zu bekehren. Demnach finde ich schon, dass er sehr gut zu Takato passt, weil er ja durch Gilmon auch lernt, mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen. So, jetzt fehlen ja auch nur noch die Digitationsstufen. Aus dem Digi-Ei schlüpft ein Giarimon, es ist auf dem Baby-Level, zählt zu dem Schleim-Digimon, hat noch keinen Typus und beherrscht die Attacken Feuerblasen. Auf dem Ausbildungslevel digitiert es so Digimon, einem kleinen Digimon, das auch noch keinen Typus hat,
aber schon eine Attacke beherrscht, nämlich den heißen Biss. Danach digitiert es zu Gilmon auf dem Wookiee-Level. Es ist ein Reptilien-Digimon vom Typus Virus mit der Attacke Feuerball. Auf dem Champion-Level digitiert es zu Growlmon. Dann ist es ein Dämonendrachen-Digimon vom Typus Virus und es beherrscht die Attacke Lichtstrahl. Es digitiert weiter zu Wargrowlmon auf dem Ultra-Level. Es ist ein Androiden-Digimon vom Typus Virus und beherrscht die Attacke Atomic Blaster. Bei der Thema Matrix-Digitation mit Takato digitiert es zu Galantmon, einem Mega-Level-Digimon, das zu den heiligen Krieger-Digimon zählt, vom Typus Virus ist und die Attacke reiner Lichtschwall beherrscht. So, meine Lieben, damit wären wir am Ende meines Videos angelangt und wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst sehr gerne ein Like oder ein Kommentar oder auch beides und dann kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.